weil ich den hinten drauf gehauen habe, bin ich jetzt langsamer gewesen. Okay. Das Beste ist natürlich, wenn man gerade am Aufholen ist und irgendwelche Wagen überholt, dass man in dem Moment dann auch durch den Radar fahren kann. Weil dann ist man in dem Moment ist man dann eben sehr schnell. Wie jetzt? Da bin ich mit 100%. Was? Wie lange sind die anderen denn? Jetzt bin ich erster. Boah. Ich bin verwirrt. Aber okay. Ist nichts Schlimmes. Immer 215 bin ich erster. Verdammt. Mist. Da hat irgendwas nicht so gewollt, wie ich wollte. Jetzt muss ich drücken, dass der mich nicht hier in die Wand. Na, auf mich an die Wand zu drücken. Ey, da kann ich Anfänger kriegen. So kleine. Dann drückt es eigentlich an, mich in die Wand zu drücken. Ja, nein. Das war überhaupt nicht logisch. Aber die Gesamtgeschwindigkeit liegt. Boah. Okay. Und das lag jetzt einzig und allein an diesem einen Fahrer, der mich die ganze Zeit gegen die Wand gedrückt hat. Mit einem perfekten Start, also mit dem Nitro, bin ich den Grad schon mal vorne weg. Das heißt, die schubsen mich jetzt hier nicht rum. Hoffe ich zumindest. 214. Damit dürfte ich hier erstmal die Nase vorne haben. 205 ist der nächste, habe ich 9 km/h Vorsprung. Ich hoffe mal, der Vorsprung hält sich bis ins Ziel. Vielleicht nicht nur 9 km/h. Und Hauptsache, ich komme als erster ins Ziel. Irgendwo, das stimmt hier nicht. Wieder brauche ich wieder mehr Abtrieb. Zurückgefallen auf den zweiten Platz. Sekunde mal, ich stelle jetzt gerade noch mal hier um. Aerodynamik, Nitro noch ein bisschen weniger, der Turbo, mal so. Okay, mal sehen, ob es funktioniert. Da habe ich ein bisschen mehr Abtrieb, das heißt, ich bleibe ein bisschen mehr. Was ist das? Wieso stelle ich mich quer? Brauche ich da mehr Haftung? Ich brauche eigentlich mehr Haftung. Heißt Aerodynamik. Nochmal Info. So reduzierst du einen Abtrieb durch höheren Antrieb, hafte dein Wagen besser auf der Straße, verliert jedoch an Höchstgeschwindigkeit. Ja, ich brauche eindeutig mehr. Dadurch kann ich den noch ein bisschen hochdrehen, dann gleicht das sich mehr oder weniger wieder aus. Hoffe ich zumindest. Und das war so, damit ich den Wagen wieder besser. Nein! So. So sah es doch gerade eben aus. So, das jetzt nehme ich das mal. Okay, mal sehen, ob es funktioniert. Perfekter Start. Jetzt weiß ich auch, warum ich so langsam war hinten raus. In der Aerodynamik, die mich am Boden festgesaugt hat. Na. Boah, der ist auch 9 km/h schneller als ich. Wie gerade eben. Also, hoffentlich kann ich umdrehen. Ja, jetzt fahre ich mal außen rum. Dann habe ich mich dieses Gehobel da in der Mitte. Irgendwo verliert er immer Haftung. Ich weiß auch nicht warum. Beim nächsten Wagen darf ich die Aerodynamik nicht hochstellen. Nein, ich konnte nicht mehr lenken. Was ist denn das? Ich konnte, wenn ich Nitro eingesetzt habe, nicht mehr lenken. Oh mein Gott. Was ein Theater hier im Moment. Vielleicht fahre ich auch erstmal was anderes. Yo, ich bin wieder auf dem ersten Platz. Ich darf hier nur nicht ins Schleudern kommen. Auf die Straße, um Abwehr zu kriegen.
der Strafe bleiben, um die Haftung zu behalten. Und mit Nitro. Nein! Ah, die anderen kommen wieder. Und dadurch werde ich nach hinten rutschen. Stück für Stück. Ja, genau. Aber wenn ich den Abstand halten kann, verlieren die auf dem Weg ins Ziel so viele Punkte, dass ich noch Erster bin. Kann man eigentlich zumindest hoffen. Nein. Okay, Neustart. Es lief ja gar nicht so schlecht. Es war nur das eine Auto, was mich aufgehalten hat. Einfach auf der Start. Nächstes Steck. Ich habe Nitro. Damit komme ich erstmal weg. Ich muss mir was behalten für gleich. Damit ich jetzt noch ein bisschen Gas geben kann. 205. Gleich mit dem zweiten. Liegt nur daran, dass ich erster bin, dass ich noch vorne auf der Liste stehe. Alter. Wände hochfahren wollte ich noch nicht. Nervensinn. So, hoffentlich habe ich den jetzt ein bisschen ausgebremst. Bringt mir gerade nicht viel, den auszubremsen, aber was soll's. Gut, dann jetzt darf ich die Ärger damit echt nicht verstellen. Das geht ja mal gar nicht. Ja, 191, das ist hier irgendwie Standard bei mir. Oh, er hatte 3 km/h mehr drauf. Blöde Sache. Der heißt im Endeffekt hat der hier einen ganz schön geringe Bodenhaftung. 229. Was zur Hölle? Wieso sind die alle so schnell? Oh Mann. So, jetzt darf mich hier keiner. Ah, die blöde Falle da. So, jetzt wandere ich wieder nach hinten Stück für Stück. Genial. Ich hoffe, ich kann sie jetzt auf dem Stück noch ein bisschen abwenden. 136. Ich hoffe, die anderen kommen da nicht rüber. Wenn ich mich jetzt ins Ziel beeile, dann kann es sein, dass ich mit meiner Geschwindigkeit. Ja! 1084 km/h insgesamt. Na, endlich. Hey, ich habe ein paar Infos über die Verfolgungsmeilensteine. Anscheinend werden die von Blacklist-Fahrern gestellt. Sie fordern jeden heraus, der sich zutraut, ihre Rekorde zu brechen. Wenn du dir einen Namen machen willst, ist das deine Chance. Je mehr Verfolgungsmeilensteine du bestehst, desto berüchtigter wirst du bei den Blacklist-Fahrern. Ja, klar. Klingt irgendwie logisch. Fahr ich mal weiter. Da unter mir ist gerade eine Radarfalle. Dann fahr ich nochmal. Ja, hier, das ist der gelbe ist der Mitsubishi und der Film. Ach, ist ja egal. Und der gelbe ist ein Mitsubishi und später werde ich den auch fahren, weil der ist einer meiner Lieblingswagen schon immer gewesen. Und ja, wieso sollte ich den dann nicht fahren? Der Mitsubishi ist nämlich richtig cool. Anders weiß ich das gar nicht auszudrücken. Einfach vom Fahrverhalt ist der genial und dann kannst du da ein bisschen mit dem schönen Spielen, wenn du Bock hast und so weiter und coole Sache einfach. So, und das reicht schon mit 178. Ja. Cool. Hey, Rock hier. Pass auf, der nächste Blacklist-Fahrer ist der Schlüssel zu Camden Beach. Zieh ihn ab und der nächste Bezirk gehört dir. Ich versuche was über ihn rauszufinden. Wir sprechen uns später. Alles klar, schön. So, da rechts ist irgendwo noch ein noch eine Radarfalle. Ich glaube, zu wissen wo ungefähr. Hier gerade auch durch. Dann ist ja eine Radarfalle. Aber ich war zu langsam. Ich muss auf diese Richtung kommen. Da kannst du nochmal. Da kann man nämlich ein wenig Geschwindigkeit aufbauen. So, jetzt bremsen wir mal. Danke für die Bremshilfe.